Das ist Lukas. Er engagiert sich in der Jugendarbeit seiner Pfarrei. Lukas organisiert Partys, er ist beim Zeltlager und beim Kinderfasching dabei. Lukas hält auch Gruppenstunden. Manchmal bereitet er die Angebote allein vor, manchmal mit einem Team. Die Jugendlichen sind begeistert von diesen Aktionen und Events, die Lukas macht. Das ist Lisa. Sie ist Bildungsreferentin in einem Dekanat. Auch sie bietet viele Dinge für Jugendliche an. Sie organisiert zum Beispiel Konzerte und Jugendfreizeiten. Lisa ist auch für die Gruppenleiterausbildung verantwortlich. Und das ist Andreas. Er ist Gemeindereferent in einem Seelsorgebereich. Andreas gestaltet Jugendgottesdienste und ist mit einem Team für das Jugendcafé verantwortlich. Und bei der Mini-Freizeit ist er auch dabei. Oft läuft es bei Lukas, Lisa und Andreas rund und ganz viele Jugendliche kommen zu den Veranstaltungen. Manchmal ist es aber auch ganz anders. Da sind weit und breit keine Jugendlichen zu sehen. Und keiner kommt zu den Veranstaltungen. Oder es wird denen, die verantwortlich sind und alles vorbereiten, einfach zu viel. Und dass es noch andere in der Nähe gibt, die coole Sachen für Jugendliche anbieten oder die weiterhelfen können, das wissen sie nicht. Tja, und ab und zu passiert es, dass einer sang- und klanglos von heute auf morgen aus der Jugendarbeit verschwindet. Was jetzt? Jetzt ja, eine Idee. Lukas, der engagierte Jugendliche aus der Pfarrei, Bildungsreferentin Lisa und Gemeindereferent Andreas setzen sich an einen Tisch. Sie laden auch noch andere Engagierte aus der Jugendarbeit vor Ort ein. Und gemeinsam sammeln sie, was es alles in der Pfarrei, in ihrem Seelsorgebereich, in der Stadt, in ihrem Dekanat und auch in der Erzdiözese Bamberg für Jugendliche gibt. Neben ihren eigenen Angeboten sind das zum Beispiel die Nacht der Lichter im Bamberger Dom, Fahrten nach Tissé, die Kar- und Ostertage oder die Green Days auf Burg Feuerstein, Fahrten zum Weltjugendtag oder die Mini-Wallfahrt nach Rom, Night Fever an verschiedenen Orten, Jugendband-Coaching und. Ein gemeinsames Kinder- und Jugendjahresprogramm wird entwickelt. Und zusammen entstehen verrückte neue Sachen. Die Jugendlichen wissen jetzt, dass es tolle Events für sie gibt und kommen dazu. Sie geben das Programm auch persönlich weiter und laden Freunde zu den Veranstaltungen ein. Das ist also die Idee und die Vision von Lukas, Lisa, Andreas und all den anderen Engagierten in der Jugendarbeit vor Ort. Ihre Vision und ihre Idee ist es. Gemeinsam. Voll Energie. In die Zukunft. Na, da geht doch was. Bei dir läuft's auch rund. Guck trotzdem einfach immer wieder durch die Kooperationsbrille. Denn
Luft nach oben ist immer. Zeit für was Neues auch. Hol doch alle, die Lust haben, sich in der Jugendarbeit bei dir vor Ort zu engagieren, an einen Tisch. Die Jugendlichen, die Pfarrjugendleitung, die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Gemeindereferentinnen und Referenten, Pastoralreferentinnen und Referenten, die Kapläne, die Pfarrer, die Oberministrantinnen und Ministranten, Bildungsreferentinnen und Referenten, Dekanatsreferentinnen und Referenten, auch die Verbandsreferentinnen und Referenten, die Verbandsleitungen, das BDKJ-Team deines Dekanats, die Leitung der Jugendband, auch Verantwortliche der evangelischen Jugend und der städtischen Jugendarbeit und wer noch so alles bei dir mit Jugend zu tun hat. Auch die Mitglieder der AG Kooperative Kinder- und Jugendpastoral stehen für dich mit Tipps bereit. Jugendarbeit vor Ort. Gemeinsam. Voll Energie in die Zukunft. Das war ein Film von der AG Kooperative Kinder- und Jugendpastoral.